nothing but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to. Jetzt ist es gerade kurz davor. Ach, Moment mal, ich sage erstmal guten Morgen. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich habe hier soweit alles klar Schiff gemacht, auch in der Küche. Stand noch ein bisschen Spül- und Spülmaschine angestellt und hier einmal über den Küchentisch gewischt und durchgesaugt und ähnliches. Warum? Weil wir bekommen jetzt Besuch von einer Hebamme, die uns empfohlen wurde. Und wir haben heute so das erste Treffen und das Kennenlernen und einfach mal schauen, ob man da so auf einer Wellenlänge ist. Maren hatte mich darum gebeten, dass ich dabei sein kann. Ja, und jetzt bin ich dabei. Ja, und jetzt werden wir einfach mal ein bisschen reden und uns einfach ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, das Ganze wird schon so 1,5 Stunden dauern. Wir haben jetzt 11 Uhr. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Dieses Gespräch oder diesen Termin werden wir jetzt erstmal haben. Und dann melden wir uns gleich in alter Frische wieder. Maren ist gerade unterwegs und holt gerade noch Mandelmilch für einen Kaffee. Das ist uns gerade eingefallen. Wir haben zwar Kaffee, aber wir haben keine Milch dafür. Ja, wir haben jetzt auch kaum was mehr im Kühlschrank drin. Einfach, weil wir am Montag in Ischgl sind. Nun gut, dann sehen wir uns gleich. Ich fahre jetzt auf zum Grundstück. Es gibt einige Probleme da hinten, das Maren. Sie isst gerade ein paar Äpfel und hat gerade noch mal entspannt geduscht. Ja, und jetzt geht's los. Tschüss, Schatz. So, Leute, der Tobias ist jetzt losgefahren. Ich sehe aus. ja, ich bin noch ein bisschen Chiller-Modus. Es ist Wochenende. Ich bin generell im Moment im Chiller-Modus. Und ja, ich bekomme Herpes. Mega geil. Ich habe das schon gemerkt, am Donnerstag habe ich hier irgendwas bekommen und jetzt kriege ich hier so ein Kackding. Und vor allem, ich habe mir noch am Donnerstag was geholt, und zwar dieses Teil hier. Das ist so ein Stift, da ist so eine Platte drauf, die macht man dann auf das, ja, auf das Herpesbläschen, beziehungsweise auf die Stelle, wo man glaubt, da kriegt man jetzt gleich einen Herpes. Und dann wird es irgendwie warm, also so 51 Grad heiß, ist auch für Schwangere, also ich habe extra, das stand ganz fett da drauf. Und dann soll das angeblich das Herpesbläschen wegmachen. Bei mir hat es eine Verbrennung ausgelöst. Super geil. Also auf jeden Fall ist es bei mir total rot geworden. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht ausbricht ohne Ende. Aber ja, man weiß ja nie. Mal gucken. Ich habe mitbekommen unter meinem Video, ich habe ja ein Schwangerschaftsupdate hochgeladen gestern, dass ganz, ganz viele gefragt haben, warum ich denn nicht meinen Bauch gezeigt habe. Und das ist, ja, tatsächlich wahr. Ich habe den nicht gezeigt. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber klar, das macht natürlich, das ist ja, glaube ich, auch das mitinteressanteste, wie sich so der Körper und der Bauch verändert. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt mal kurz und zeige euch jetzt mal, wie mein Bauch aussieht. Also ich bin kurz vom 4. Monat jetzt und er ist noch nicht riesig. Ne? Also ich glaube, ne, so ein Bauch, der wird ja, der explodiert, glaube ich, erst in den letzten 2-3 Monaten. Aber ich habe ein bisschen Bauch. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist, also laut Frauenärztin ist die Gebärmutter schon gut gewachsen und ja, das Baby ist natürlich noch nicht so groß, aber die Gebärmutter ist halt schon um einiges gewachsen. Natürlich trägt dazu bei, dass ich auch gut esse, wobei ich im Moment das Essen nicht ganz so gut bei mir behalte. Aber ja, ich zeige euch einfach mal meinen Bauch. Ihr wolltet es gerne sehen, deswegen mache ich das einfach jetzt mal. So. Die Leute, die gefragt haben, wie viel ich zugenommen habe, ganz ehrlich, ich glaube, das kann man nicht an der Schwangerschaft jetzt ausmachen, dass das wegen der Schwangerschaft ist, sondern wirklich auch ein bisschen wegen den Weihnachtstagen und sowas. Also ich weiß, dass ich noch vor New York, also bevor ich es wusste, dass ich 63 Kilo hatte und jetzt habe ich 66,7, so ungefähr, mit Klamotten an. Also, ja, mein Gott, aber letztendlich ist es auch scheißegal, weil Gewicht ist so oder so eine ganz schwierige Zahl. Man darf sich bitte, bitte, bitte niemals
davon irgendwie beeinflussen lassen, weil jeder Körper ist anders gebaut. Der eine hat ein bisschen mehr Specki, der andere hat ein bisschen mehr Muskeln. Das ist auch total egal und total normal. Deswegen nicht davon beeinflussen lassen, nur weil ich jetzt 66 Kilo wiege oder sowas. Ne? Also das will ich immer nur sagen. Also ich stelle euch am besten mal hier hin. Dann sieht man das, glaube ich, besser. Boah, so, also mein Babybauch sieht derzeit, das ist mal hier hochklemme, so aus. Das ist, ach, knackt. Das ist mein Babybauch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich merke schon, dass das hier, also es ist schon ein bisschen anders. Also anders, als wenn ich einen vollen Bauch habe tatsächlich. Und ja, so sieht das Ganze derzeit aus. Ich denke, man sollte sich nicht unter Druck setzen, auch nach der Geburt nicht, dass man wieder ganz, ganz schnell auf seine Kilo wieder zurückhaben will, seine Kilo verlieren will und sein altes Gewicht zurückhaben will. Ich denke mal, das kommt alles mit der Zeit und ja, da sollte man sich auf gar keinen Fall so einen Stress machen. Ich glaube, da setzt man sich selber dann mehr unter Druck und dann passiert eher weniger als mehr. Und letztendlich, man weiß, wofür man es gemacht hat. Natürlich möchte, glaube ich, jede Frau gerne wieder ein bisschen schlanker danach der Geburt sein. Vor allem, das wird ja auch bestimmt alles sehr, sehr locker sein. Aber ja, dafür hat man das schönste Geschenk, was man, glaube ich, überhaupt bekommen kann im Leben. Neben einem tollen Ehemann und einer schönen, tollen Familie hat man noch ein Baby. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da sollte man sich gar nicht stressen. Und deswegen, ja. Und da einfach zu stehen, das ist was ganz Natürliches. Selbst wenn Dehnungsstreifen kommen, natürlich habe ich auch davor ein bisschen Angst, dass ich nachher Dehnungsstreifen hier am Bauch habe. Aber wenn es so ist, ja, dann ist es so. Dann ist das eine Erinnerung an meine Schwangerschaft und bestimmt wird es dann auch mal ein paar Tage geben, wo ich mir sage, ja, ich mag die gerade nicht so. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich sage, ich liebe sie. Aber mein Gott. Es ist, wie es ist, ganz ehrlich. Ja, jedenfalls habe ich jetzt euch mal meinen Bauch gezeigt, damit ihr jetzt mal wisst, wie der gerade aussieht. So, Leute, ich bin gerade an unserem Grundstück angekommen und ja, wir haben Probleme. Wir haben Probleme am Grundstück. Und zwar zeige ich euch das mal. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ich, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht genau mit aus. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass ihr seht hier diese markierte Linie. Das ist die Grundstücksgrenze. Und das ist noch Boden von uns. Und das ragt quasi rüber. Und da wird der Aushub gemacht für den Keller. Und an der Seite muss das verdichtet werden mit Kies. Und auf diesem Boden, der hier ist, kann nicht verdichtet werden für ihn. Also ich hoffe, dass alles genau richtig dann abgemessen ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die Vermessung, die jetzt hier vorne ist. Und da ist nichts dran zu rütteln. Das muss weg. Ja, muss ich jetzt, wir haben heute Samstag, muss ich jetzt den Tiefbauer quasi am Montagmorgen kontaktieren und mit ihm da quasi so ein Krisengespräch führen, wie wir das jetzt genau machen. Weil, ich meine, ihr seht ja auch, hier ist verdichteter Boden. Und was mich richtig nervt, was mich übertrieben richtig nervt, ist, seht ihr die Spuren hier? Die. Hier muss ganz elegant ein Auto drauf gewendet haben. Irgendjemand muss hier auf unser Grundstück mit dem Auto gefahren sein, was fertig verdichtet ist. Und daraus resultiert auch das hier. Seht ihr das? Das ist komplett eingesackt. Das heißt, das muss wieder neu verdichtet werden. Das kann nicht einfach mal ohne Probleme einfach losgehen. Es nervt mich übertrieben. Naja, jetzt ist es so. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Und ja, scheiße ist das. Ich habe jetzt mal hier diese Abtrenndinger hingestellt, in der Hoffnung, dass dann einfach auch verschiedene Leute es verstehen, dass man hier nicht einfach drauf zu fahren hat. Ja, jetzt gibt es zwar noch die Lücke, aber ich muss die beiden da auch stehen lassen für den Stromkasten und das alles. Ich stand jetzt da in der Ecke, aber ich glaube, damit kommen wir einfach gerade auch an den Punkt, dass der Spruch eintritt, den immer alle sagen, ja, so ein Hausbau wird nicht einfach so ganz glatt laufen. Nö, da muss ich dem auch zustimmen. Schade ist nur, dass es noch nicht mal mit dem Hausbau richtig begonnen hat und jetzt schon die Probleme anfangen. Und wir hatten schon genug Probleme bei Start. Oh Gott. Nee,
Woche davor einen Müll irgendwo an der Ecke gefunden, dass sich irgendjemand Thunfisch mit Brötchen reingezogen hat. Ich denke mir einfach so, Junge, schmeiß einfach, egal wer es war, ist mir auch scheißegal, es geht ums Allgemeine. Schmeiß einfach deinen Müll weg. Einfach deinen Müll weg. Also ich schmeiß meinen Müll ja auch nicht einfach bei irgendjemandem vor die Haustür oder allgemein in die Natur. Da hat der Müll nichts zu suchen. Dafür haben wir Mülltonnen. Boah, das regt mich. Boah, ich bin einfach allgemein wegen der Situation auch gerade hassgeladen. Ich bin angekommen und zwar gerade in Kerpen. Muss ich mich hier erstmal rauspressen, Junge. Rauspellen. Wir sind jetzt in einem Restaurant. Wilkens. Henrys hat leider zu. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt lecker was essen. Ich habe einen Hunger vom Allerfeinsten. Ich bin gespannt, was es da zu schnabulieren gibt. Entschuldigung, da steht jemand vor der Garage. Ja, Dean hat einfach vor der Garage geparkt. So Leute, wir sind wieder nach Hause gekommen. Und so sieht es auf jeden Fall aus. War noch entspannt mit Nina und Dean. Ganz cool. Und ja, wir werden jetzt gleich auch schlafen gehen. Maren und ich, wir sagen jetzt auf jeden Fall schon mal tschö. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Tschüss.